Wo andere wegschauen, da schaut er an. Der Stadtrat ehrt Pfarrer Ernst Sieber heute für sein Lebenswerk. Ohne die Arbeit des Pfarrer Sieber wäre Zürich heute nicht so eine soziale und solidarische Stadt, so begründet der Stadtrat die Auszeichnung. Es berichtet Ivo Neisenring. Der Pfarrer Ernst Sieber wird geehrt und vom ganzen Saal, darunter alle Stadträte, gibt es eine Standing Ovation. In einer Rede lobt ihn die Stadtpräsidentin vorher für sein jahrzehntelanges Engagement für Randständige und überreicht ihm das Staatssiegel. Der Pfarrer Ernst Sieber gibt den Dank gerade weiter. Ohne seine Frau wäre die ganze Arbeit nicht möglich gewesen. Beziehung, Liebe über Jahrzehnte bringt das, dass du das Gefühl hast, der andere sei deine Seele. Ohne den kannst du nicht leben. 4 eigene, 1 Adoptiv und 3 Pflegekinder hat er mit der Sonja Sieber aufgezogen. Sie will der aber nicht für sich beanspruchen und wiegelt ab. Er hat wieder einen anderen gefunden, der zu ihm passt. Also ich glaube, Frauen lieben ihn ja. An Charme fehlt es am 86-jährigen Emil nicht. Deine blauen Augen, du bist wirklich hübsch. Im legendären Seegfröhrni Winter 1963 ist der Pfarrer Ernst Sieber das erste Mal medienwirksam in Aktion getreten und hat im alten Bunker eine Unterkunft für Obdachlose eingerichtet. Ein Ort, wo die Obdachlosen sich heimisch fühlen können. Seit Ende der 80er Jahre kümmert er sich um Drogensüchtige, dazumal noch auf dem Platzspitz. Für sie gründet er die Sonnenecke, später folgen 7 weitere Institutionen für Randständige, wie das Urdörfli oder der Pfussbus. Seine Sozialwerke finanzieren sich mehrheitlich durch Spenden. Für die Stadt sind er und seine Einrichtungen nicht mehr wegzudenken. Er hat ganz einen wichtigen Beitrag auch zu Zürich, wie heute Zürich ist, geleistet in diesem sozialen Bereich mit seiner Hartnäckigkeit, seiner Konsequenz und auch mit seiner Menschenliebe. Heute beansprucht auch das Künstlerische seine Zeit. Als Zurücklehnen ist aber noch lange nicht zu denken. Ja, wenn ich im Sarg liege, dann muss ich ja zurücklehnen. Kann ich ja nicht hocken. Sich gross feiern lassen will der Pfarrer Ernst Sieber nicht. Er wird im kleinen Kreis zusammen mit seiner Frau auf die Ehrung anstossen und dann am Abend noch ein bisschen malen. Für Tele Zürich vom Stadthaus, Ivo Neisenring.